Na komm jetzt! Komm an jetzt! Oh, Telefon. Soll ich reingehen? Geh mal ran. Das ist was für dich. Na komm, das wissen die Leute noch nicht. Geh mal ran. Wir fahren dann nämlich für den Frolix ein eventuell zukünftiges, neues, gebrauchtes Fahrzeug anschauen. Man kann dazu sagen, das Fahrzeug steht schon seit 3 Jahren. Locker. Und man muss auch sagen, in den 3 Jahren hätte man nicht weniger machen können, eigentlich. Na, nichts. Wirklich gar nichts. Aber es ist eine gute Basis. Es kommt halt auf den Preis drauf an. Last but not least, fahren wir jetzt gleich mal schnell dorthin, um das zu klären. Dann gucken wir uns das mal an. Zu dem Auto, du darfst das Modell noch nicht verraten, aber du kannst schon mal was dazu sagen. Es ist eines deiner ersten Großbaustellen, die du angefangen und zu Ende gebracht hast. Das sind ja schon mal nicht viele. Nee, aber es ist schon ein krasser Umbau an sich. Ich habe das Auto vor, lass mich lügen, 7 oder 8 Jahren gebaut. Habe das Auto mit dem Zucker zusammen gekauft, geholt. Da haben wir ja wirklich geguckt, dass eine sehr gute Ausstattung drin ist. Waren in Bayern, haben den damals dort geholt, das weiß ich noch. Dann ist er den relativ lange Serie gefahren. 1 Jahr oder so, das ist ja relativ lange. Dann haben wir Luft reingebaut und dann hatte der die glorreiche Idee, das Auto auf ein anderes Auto umzubauen. Auf ein Topmodell in dieser Baureihe. Genau, da habe ich angefangen, das Fahrzeug auf so ein Topmodell nur vorne rum umzubauen. Ja, okay. Und da habe ich es leider nie hinbekommen, bin ich ehrlich. Mein Fehler, ihm unten an den Kotflügeln solche Ecken zu bauen, damit das zu ist. Sind ein paar Rentner an uns vorbeigelaufen und haben zu ihm wortwörtlich gesagt, dort unten fehlt ja was. Das haben ein paar Übersetzerscher ältere Leute gesehen. Das hat den so gewurmt, dass der gesagt hat, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir das Ding komplett. Und er hat sich dann gedacht, jetzt all in. Scheißegal, was es kostet. Also es, man kann schon mal vorwegnehmen, es ist unheimlich sündhaft viel Geld in dieses Fahrzeug geflossen. Eigentlich schon mit dem Wissen, dass man das ja nie wieder rauskriegt, oder? Also ich glaube, ich würde behaupten, 90.000 Euro reichen nicht. Reichen nicht? Da er nur Originalteile verwendet hat. Es gab nur Originalteile zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben. Es ist wirklich ein brutaler, krasser Komplettumbau und normalerweise würde sowas für mich nicht in Frage kommen. Aber in diesem Fall weiß ich ja, wer es gebaut hat, nämlich Juri. Ich hoffe, dass man den Rost nie sieht. Von daher hätte ich trotzdem noch einen Ansprechpartner, wo ich sagen kann, Garantie. Du kannst mir sagen, warum die Kiste an jeder Ecke hier weggammelt. Garantie. Genau so. Also von daher ist das für mich jetzt eine andere Situation, so dass ich sagen kann, okay, das ist ein Risiko, das könnte ich in Kauf nehmen und könnte dann sagen, du, da weiß man wenigstens, wer es gemacht hat und kann denjenigen nochmal fragen. Also man kauft hier nicht die Katze im Sack. Die Frau hat angerufen. Havanna ist im Angebot. 9,99 €, der gute, der Spezial. Achso, und da hast du gleich mal jetzt 4 Kästen rausgelassen. Die hatten bloß noch 3 Flaschen. Ja, normal. Gibt's auch bloß auf den Aufruf das Zeug noch? Also nur einen Abend. Was ist euer Kultgetränk eigentlich? Gin Tonic, Cuba Libre. Ich denke ganz klar Y-Food. Salted Caramel. Wir probieren jetzt erstmal, wir waren vor uns schon mal bei dem Auto, allerdings war die Batterie natürlich komplett tot. Wie gesagt, das Auto ist wirklich abgestellt und einfach nie wieder angefasst seitdem. Dementsprechend ist da auch Moos drauf, Batterie tot. Es muss einiges erstmal wieder ein bisschen in Schuss gebracht werden. Luftfahrwerk ist verbaut. Da ist eine Leitung defekt unter dem Auto, die müssen wir noch reparieren. Das gehört auf jeden Fall noch mit dazu. Man muss dazu sagen, man muss halt was jetzt dran machen. Großen Service mit Getriebewechsel, Kühlflüssigkeiten, Bremse, bla bla bla. Meine Batterie wechseln, ein bisschen Motorhauben, Dämpfer und sowas. Also die Teile, die quasi nach so einer Standzeit in Anführungsstrichen kaputt gehen. Das Einzige, wie gesagt, sind immer noch, wo wir uns Gedanken machen, die Bremsscheiben, ob man die freikriegt. Wie gesagt, das Problem ist halt wirklich, die sind neu und eine kommen 900 Euro und es wäre jetzt nie der Idealfall, 4 neue Bremsscheiben zu kaufen für das Geld, weil dann bist du ja schon mal, das wäre bitter, 3.600 Euro los. Ja. Aber ich denke, die kriegen wir wieder freigefahren. Das müssen wir ausprobieren. Das ist er. Ja. Der T174-2, Luftfahrwerk, alles am Start. Macht soweit erstmal einen ganz guten Eindruck. Frontscheibe muss auf jeden Fall gewechselt werden. Rücklicht funktioniert. Hier können wir direkt zum TÜV fahren. Ja, Freunde, eigentlich geht es um genau dieses Fahrzeug.
Also wer hätte damals mal gedacht, dass ich mir jetzt dieses Auto hier anschaue? Ein A6, 3 Liter TDI, komplett auf R6 umgebaut. Und mit komplett meine ich komplett. Komplett, komplett. Hier wurden nur originale Audi-Teile verbaut. Ja. Und so stand das Auto jetzt hier mehrere Jahre, relativ verlassen. Nun ja, schade und ein bisschen traurig drum, aber vielleicht ist das eine Basis, mit der man später arbeiten kann. Hier haben wir schon mal einen Einblick ins Fahrwerk, also beziehungsweise ins Managementsystem vom Fahrwerk, Kompressor. Ja, wie gesagt, heftig geiles Auto eigentlich. Ja, was soll man sagen? R6 Radläufer. R6 Türen hinten, R6 Seitenwände, kompletten Schweller unten entfernt, um die Plaste drauf zu kriegen, also kompletten Schweller vom R6. Ja, dann sehen wir hier schon R6 Bremse. R6 Bremse hinten und vorn. Das ist die besagte Bremse, die auf jeden Fall etwas Liebe bräuchte. Muss man halt schauen, ob man die Scheiben noch mal retten kann. Ne? Da kommt noch der Besitzer. Ob der jetzt gefilmt werden will, weiß ich nicht. Will er nicht. Ja, das war eines der ersten Autos vom Umbau her. Ja. Und das teuerste. Muss er selber lachen. Da ist einfach nur Geld weggegangen. Naja, wie gesagt, außer Dach und Radläufe vorne ist nichts mehr original. Eigentlich, wie gesagt, hat es angefangen mit den Kotflügeln vorne, wo ich es nicht geschafft habe, die kleinen Ecken hier zu bauen. Ich zeige das mal. Ja. Und ich dieser Matsch hier. Naja, ich habe die Kotflügel angebaut und diese Ecken gingen dann hier nicht dran. Ja. Und da habe ich das halt abgelassen, da waren wir halt am Wörthersee und da kamen ein paar Rentner und die haben zu denen gesagt, hier fehlt was. Und daraufhin hat er gesagt, das bleibt nie so. Und daraufhin ist es dann halt komplett eskaliert. So, dann haben wir hier hinten Luftfahrwerk. Kompletter Ausbau. Der Kompressor, das ist ja immer noch gigantisch, wenn du überlegst, mit was er... ist halt ein LKW-Firma. Ja. Guck dir mal den Kompressor an. Das ist schon amtlich, ne? Ja, die Steuerung wäre halt das, was man tauschen müsste oder halt ein anderes Fahrwerk, was wir ja schon gesagt haben. Mhm. Ansonsten R6 Heckstellstange, R6 komplette Abgasanlage. Mhm. Also wirklich volles Programm, ne? Heckklappe haben wir einfach nur verkleinert, die Kennzeichenmulde. Mhm. Fortsch war das? Ich glaube Fortsch. Ja. Achso, genau. Dachreling ist entfernt, die haben wir weggemacht. Antenne ist weg, haben wir entfernt. Mhm. Die Leisten sind alles original R6 hier, dieses Alu-Titan. Komplette R6 Innenausstattung. Komm, da filmen wir mal hier rein. Oh ja, das sieht natürlich gut aus, ne? Helikopter war schon gestartet. Na, also wirklich komplett hier alles mit Carbon. R6 Lenkrad, hä? R6 Lenkrad, Carbon nachgerüst von Mücke, großes Soundsystem, elektrische Sitze, Klimaautomatik, die große drinne, großes MMI, schwarzen Dach in der S-Line. Ja, so die normalen Sachen. Ha. Das ist schon nicht schlecht, ne? Und wir haben eine Überraschung. Der geht schon an. Der geht schon an? Soundcheck. Und sie wird einfach nur laut. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wie viele Batterien hast du hier dazwischen geklemmt? Angeht. Das ist gute Ladegerät hier. Und Batterie, und noch eine Batterie. Also hier ist einfach alles verkabelt. Das klingt eigentlich ganz vernünftig. Sitz Memory. Achso, zur Kulturverleitung von der R6. Das ist halt alles ein bisschen älter noch. Die Scheinwerfer haben wir auch komplett umgebaut vorne. Das war ja ein Facelift. Da sind aber glaube ich bloß 8 LEDs drin und die R6 Scheinwerfer haben 10 LEDs. Da haben wir die Scheinwerfer umgebaut. Originales R6 Carbon-Schwert vorne dran. Ja, das sieht man jetzt vorne, ne? Aber es kommt nicht ab. Wie gesagt, geht schon um die Rolle. Da sind wir nicht mehr am Rad, weil die Radlinien und die Antenne sind ja oben. Wir sehen schon, was nie angefasst ist. Haben wir am Motorhaube aufgedacht? Zum Sprit sparen. Tja Leute, jetzt müsst ihr mal sagen, sollte man sowas kaufen? Kann man sowas fahren? Eigentlich beißt sich ja ein bisschen, weil halt nicht der originale Motor drin ist. Ich finde aber an sich, diese Optik kann man halt wirklich günstiger und vernünftiger, nenne ich es jetzt mal, im Alltag nicht fahren. Ne? Gerade weil hier komplett mit originalen R6 bzw. Audi-Teilen gearbeitet wurde, ist es eigentlich ja schon irgendwo ein R6-Klon. Allerdings halt mit einem Motor, was einfach ein 3 Liter TDI ist, mit dem er halt ganz entspannt durch ein Allrad rollen kann. Also von daher
bin ich wirklich am Überlegen, ob man sowas kaufen kann und ob das eigentlich eine ganz coole Geschichte ist. Es steht auf jeden Fall noch eine Probefahrt aus, aber an sich finde ich schon das Ding ganz geil, muss ich ehrlich zugeben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wir werden heute mal die Probefahrt mit dem A6 starten. Genau, Luft ist repariert. R6, Diesel. R6, nee, RSD. Luftfahrwerk ist ganz. Genau, Luft hinten rechts war ja defekt, quasi genau. Luftleitung. Ne? Das Einzige, was wir jetzt wirklich beachten müssen, das ist ganz wichtig auch für dich, nicht missmachen. Ja, weil niemals. Batterie ist mehr als tot. Ja, wenn er aus ist, geht er ohne mehr an. Genau. Spiele, dass du rollst an die Tankstelle, willst tanken und machst ab. Einfach so, einfach ganz bewusst halt. Genau, und dann stehst du da. Nee, ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, wir können halt die Bremsen ein bisschen frei bremsen. Freifahren. Das war halt ganz gut, obwohl ich denke, dass das bestimmt ein bisschen eine längere Prozedur ist. Ne? Das ist jetzt nicht mal fix. Schnell gemacht ist das nicht. In 10 Minuten freigebremst. Aber du wirst ja schon grob sehen, wenn du jetzt mal, sag ich mal, eine halbe Stunde mal ein bisschen rumeierst. Wie und ob ich jetzt hier so hier am Lenkrad sitze, dann weiß ich schon, dass irgendwas nicht mehr. Na gut, wir haben halt 12 unterschiedliche Reifenformen drauf aktuell. Ja, das ist wieder nicht ideal. Vorderachse war neu, hast du gesagt, ne? Vorderachse neu gelagert. Hat sogar neue Radlagergehäuse gekriegt. Vorderachse ist komplett gemacht. Okay. Bremse war. Ist da irgendwas R6? Anders typisch oder ist das alles baugleich? Alles baugleich. Okay. Getriebe wurde ja irgendwie mal revidiert oder was? Direkt genau, das war bei ZDF. ZDF ist ja bei uns hier in Dresden am Flughafen. Und ach so, hier gleich um die Ecke oder was? Ja, das wusste ich gar nicht. Und da hat er das dort komplett überholen lassen. Alles klar. Ich glaube, einen neuen Wandler, das Getriebe allgemein, die ganze Elektronik. Wie sind das die Wandler von damals? Also ich glaube, das war ja schon eine Generation, wo es schon ein bisschen fixer ging mit den Schaltvorgängen. Aber könnte man das nicht irgendwie noch überarbeiten? Das kannst du mit Software machen. Das kann ach so. Kann man hier, ist relativ gut. Ah, also das ist aber dort quasi noch nicht gemacht? Nee, Getriebeabstimmung ist dort noch nicht gemacht. Ja, muss ja sehen, das Ding steht ja jetzt seit 3 Jahren. Ja, nee, hätte ja sein können. Grundmotor bei dem jetzt hier, den wir uns jetzt anschauen, ist 24 oder 239, ich weiß jetzt nicht ganz genau, einer von beiden. Ah, okay. Aber, um gleich die Frage vorneweg zu sagen, die nicht drin sind und getauscht, egal welcher von beiden Motoren es ist. Das ist gut. Weil das ist die Krankheit bei dem Motor. Injektoren ist eigentlich bekannt. Die gelbe Lampe müsste ausgehen, aber das ist schon mal das nächste Mal, wenn ich zu dir gesagt so leise. Zügig gefühlt. Oder Kontrollleuchte, leuchtet auch. Nein. Hier hat die Bremse. Ich hab noch nicht gebremst. Ach, da ist ein Ding was. Ach, das geht. Jetzt warte noch nicht mal. Sei einfach mal Arbeit. Nein, das fahrt nicht. Fahrt nicht, ne? Ja, dann nimm doch kein Gas ordentlich an. Also Leistung ist gefühlt. Frische Standplatten, ne? Das ist krass. Datum steht bei mir 7.2.2005. Alter. Schimmel. Am Gurt. Also Motorkontrollleuchte ist an und Glühlampe ist an. Spannung steigt. Und Juri? VDG vom Turbolader-Klemm. Die R6-Motoren, so Nagel, ist das normal? Komisch, hä? Wie so ein Sack Muscheln. Ja. Der Fehler kommt wieder, kannst du mal ein bisschen rumfahren, trotzdem würde ich mit hier ein bisschen rumfahren, jetzt keine Autobahn vielleicht, ja, ja. Wegen der Bremse, aber die Bremse würde ich jetzt sagen, du hast zweimal gebremst. Ne? Geht schon, ja. Ging so die bremst dich wieder frei. Packreiniger rein. Ich denke, die VDG ist fest. Hast ja den Turbolader und im Turbolader hast du ja quasi, dann hast du ja hier einen Stellmotor. Der Stellmotor wird ja quasi mit einer Stange verbunden im Turbolader. Ja, ja, und der sagt, wann, fest, genau. Wann umstellen. Und wenn das durch Dreck, sage ich mal, durch Verkokung, die da drin in der Abgasseite oder irgendwas ist, ja. Fest ist, bewegt die Stange sich logischerweise nicht mehr und das wird das Problem jetzt aktuell sein. Dann jahrelang draußen gestanden, Hitze, Kälte, alles mitgenommen. Volles Programm. Aber ich denke, es wird nur das Gestänge im Turbolader selber fest sein und der Motor wird einfach nicht machen können. Ansteuerung für Steuereinheit, Abgas-Turbolader. So. Also ich denke schon, dass das Ding wird einfach nicht den Weg mehr machen, was es machen soll. Könnte es sein, dass man das freifahren kann? Könnte sein, ja, wenn er sich wieder bewegt. Aber. Guck mal hier, dieses Moos. Bist du motiviert? Hast du Bock? Ich bin erstmal ein bisschen skeptisch. Bist du motiviert, Geld auszugeben? Obwohl jetzt aktuell erstmal Motorleuchte aus ist. Ich finde das Auto aber echt schön, muss ich sagen. Ja, so Interieur und so, ja, ist geil. Hätte ich mal richtig aufarbeiten. Hätte ich aber richtig Bock, mit dir rumzureisen. Ja? Ja, wirklich. Wir sitzen ja auch mega, weißt du? Ja. Weil laut ist der gar nicht, ne? Geht. Ja. Aber schwarzer Himmel, geil.
Carbon überall, finde ich mega. Von innen sieht das Auto aus wie, ich finde, als wenn das Ding nie benutzt worden ist. Dach fehlt halt, ne? Wie? Ja, Panoramadach. Ja, gut, das hätte ich eh nicht gemacht. Nee? Finde ich so viel geiler. Das ist viel zu schwer. Aber Sitzheizung geht schon mal, das ist schon mal viel wert. Ja, allerdings ja. War mein Rücken, der macht nur Sitzfläche. Mein Rücken ist hin. Mir macht ja auch Rücken. Probier mal hinten. Bei mir macht ja Rücken. Mal hinten, ob geht, bitte. Schade. Hier, Sitzheizung geht. Hinten. Ja, sehr gut. Aber trotzdem schade, dass das Auto halt so verwahrlost war in 3 Jahren. Ich denke mal so, das Auto hat auf jeden Fall ein zweites neues Leben verdient bei dir. Oder bei uns. Ja. Ich hätte schon Bock. Es sind vor allem so nur ein paar Details zu machen, hoffe ich. Ja. Ne? Das Ding schon ganz geil hinstellen, denke ich. So, Freunde, zurück zu Hause. Probefahrt beendet. Ich muss sagen, gemischte Gefühle. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, was ich jetzt mache. Deswegen, ich habe mir jetzt nochmal eine Liste geschrieben, was jetzt alles am Fahrzeug zu machen wäre, um das Auto ja überhaupt erstmal auf die Straße zu bringen, beziehungsweise TÜV fertig zu machen. Ich habe es mal aufgeschrieben. Eine neue Batterie. Bremse müssen wir schauen. Hat aber jetzt erstmal einen ganz guten Ersteindruck gemacht, so nach den ersten Bremsversuchen. Dann großes Fragezeichen, was passiert mit der Luft? Bauen wir Gewinde ein? Sollten wir das Auto nehmen oder bleibt die Luft drin, muss aber, wenn sie drin bleibt, auf jeden Fall ein neues Management-System, neuer Kompressor, alles sowas rein. Also das ist schon mal natürlich eine große Kostenbaustelle. Dann habe ich mir aufgeschrieben, wir haben irgendein ESP-Problem. Also ESP-Lampe hat auf jeden Fall geleuchtet beim Start. Thema VDG-Steuerung, da hat ja diese Vorglühlampe immer mal sporadisch geleuchtet. Und Motorkontrollleuchte hat geleuchtet. Also das war das, was Juri ausgelesen hat. Tankanzeige war sporadisch mal auf Reserve und wieder voll da und Tank war voll. Also das war auch ein bisschen komisch. Ich hoffe ja, dass vieles einfach nur Elektrikprobleme sind, die man vielleicht schnell beheben könnte. Dann das nächste, der Wagen ist halt wirklich von außen echt vergammelt, nenne ich ihn jetzt mal, weil er halt komplett draußen stand im Moos. Ja, also da muss auf jeden Fall komplett aufbereitet werden. Logischerweise kompletter Service, gut, das kommt bei jedem Gebrauchten auf einem zu. Also ich sag mal, alle Flüssigkeiten tauschen, alle Filter tauschen, ja, alles mal durchchecken und so weiter. Dann die Heckklappe hat ein bisschen Probleme gemacht. Die Motoren hatten irgendwie keinen Saft oder irgendwie sind die Dämpfer hinüber, das weiß ich jetzt noch nicht, aber das müsste man sich auch anschauen, weil wie gesagt, wenn, dann will ich ein voll funktionierendes Auto, ohne dass da irgendwelche Baustellen drin sind. Motorhaubendämpfer, der ist komplett tot, als wäre kein Hauptdämpfer drin. Xenonbrenner linke Seite ist hinüber, bedeutet natürlich eigentlich beide Xenonbrenner neu. Also ich glaube nicht, dass man da nur eine Seite wechselt, wenn dann gleich Doppelpack. Ich glaube, das ist bei dem Auto ein ziemlicher Aufriss mit Frontstoßstange ab und so weiter. Bin mir aber nicht ganz im Bilde, aber ich habe das nochmal vor uns gegoogelt. Ich hatte ja noch nie ein 4F und ist nicht ganz so einfach, aber gut. Das ist erstmal dazu. Dann Abgasanlage muss für den TÜV ja auf jeden Fall gemacht werden. Ihr habt ja gemerkt, da haut ja irgendwas nicht hin. Das sollten wir auf jeden Fall machen, weil sonst können wir uns das in die Haare schmieren. Da ist auch die Frage, was muss da jetzt alles wieder auf Serie zurückgebaut werden? Ich gehe jetzt mal fast von so ziemlich komplett aus. Thema neuer TÜV ist auf jeden Fall logischerweise notwendig und dafür muss halt alles andere in Ordnung sein. Also wenn dort eine ESP-Lampe leuchtet, können wir uns das in die Haare schmieren, wenn irgendwas mit der Luft nicht hinhaut, wenn irgendwas mit der Bremse nicht hinhaut, wenn irgendwas mit Xenon, mit den Scheinwerfern nicht hinhaut, wenn Abgasanlage nicht hinhaut. Also das sind halt wirklich Großbaustellen jetzt so für den Anfang. Das sollte ich auf jeden Fall bedenken. Und wir haben natürlich auch noch ein paar kosmetische Dinge, wie jetzt, dass der Gurt auf der Beifahrerseite da ein bisschen angeschimmelt war. Ich nehme mal einfach an, dass da jemand oberkörperfrei mal drin saß und das Ding dann einfach zurückgerollt ist, der seinen Schweiß dran hatte und dann wird es über die Jahre dort drinnen so vor sich hin gelebt haben. Thema Carbonblende beim MMI vorne, die ist ja hochgekommen, habt ihr im Video gesehen. Und kosmetisch wird man dann sehen, wenn das Auto mal ordentlich geputzt ist, was noch so auf einen zukommt. Jetzt ist natürlich pro contra, ne? Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr auch dazu sagt. Erstmal so zu den Nachteilen, die ich jetzt aufgeschrieben habe. Es ist halt wirklich einiges zu machen und es entstehen natürlich auch einiges an neuen Kosten, ne? Die jetzt ja noch nicht ganz abschätzbar sind, je nachdem, was muss an der Abgasanlage alles gemacht werden, was muss an der Turboladergeschichte, ESP-Problem und so weiter. Das sind halt alles so ein bisschen Baustellen, wo man jetzt nicht genau weiß, wo kann man jetzt raus. Zusammenfassend muss man aber sagen, dass es ja trotzdem eine coole Geschichte ist, die ja eigentlich Spaß macht, ne? Weil man ja so Stück für Stück das Auto wieder ins Leben zurückholt und ich finde den Umbau eigentlich schon ganz cool. Jetzt kann man natürlich sagen, R6 Fake-Optik ist eigentlich Brühe, macht man eigentlich nicht. Ich finde es aber an sich nicht schlimm. Ich meine, es gab auch von Porsche einen Werks-Turbo-Look und war auch kein Turbomotor drin, sondern war dann ein Sauger drin, aber die Optik vom Turbo ist halt cool gewesen. Genauso sehe ich das halt auch bei dem R6. Die Optik vom R6 ist halt geil.
Ich finde, es macht aber halt wirklich null Sinn, so einen V10 im Alltag zu fahren. Und abgesehen davon wäre der auch mehr als das Doppelte so teuer. Schon alleine in den Anschaffungskosten und auch in den Unterhaltskosten ja sowieso. Von daher, um mal auf die Vorteile zu kommen, ich finde den Preis sehr fair. Preis bewegt sich hier wirklich bei einem normalen Audi A6 3 Liter TDI Diesel. Ja, also den Umbau sieht man in dem Preis eigentlich nicht wirklich. Und wir haben ja gesehen, also insgesamt 90.000 Euro ist halt eine brutale Ansage, was dort schon alles an Geld reingegangen ist. Und von daher ist es eigentlich eine fette Basis, finde ich. Dann Optik ist halt cool, keine Frage. Vor allem, weil es eben keine Basteloptik ist, sondern es sind originale Audi-Teile. Es ist eine originale Audi R6 Optik und es sind halt, ja, keine Zubehörteile. Und was natürlich cool ist, so für den Alltag, ist es ein sehr vernünftiger Daily, der aber die Möglichkeit bietet, trotzdem ziemlich fette Räder fahren zu können. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil ja wirklich Platz für dicke R6 Räder ist, was einfach optisch natürlich was hermacht und für den Alltag eigentlich eine ganz coole Geschichte ist. So, jetzt bin ich mal sehr auf eure Kommentare gespannt oder was ihr dazu schreibt. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal Gedanken machen, ob man dieses Risiko mit diesen versteckten Kosten, die ja jetzt noch nicht so wirklich absehbar sind, ob man das eingehen kann, ob das ein cooles Projekt ist. Von daher bin ich auf euer Feedback gespannt. Danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Dann wisst ihr, ob wir zuschlagen oder nicht, ob es mit dem Projekt weitergeht oder ob wir sagen, nee, lohnt sich nicht. Und natürlich gern auf Instagram folgen, auch dort werden immer mal Stories und Infos kommen. Haut rein!